Fußball in einem deutschen Biergarten im Irak? Doch, das gibt es, und zwar in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, bei Gunter Völkel. Also so richtig los geht's mit Gästen wahrscheinlich so 6.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Und ich hoffe, dass viele Gäste kommen heute Abend und wir eine gute Stimmung haben. Gleich im Anschluss an das Spiel haben wir eine große Party hier, Disco-Party, und ich denke, es wird heute Abend so oktoberfestmäßig ablaufen hier. Und wer gewinnt? Deutschland. Gunter Völkel ist vor allem Soldaten ein Begriff, denn der gebürtige Thüringer hatte schon Gastronomie im Kosovo und in Kabul, Afghanistan betrieben. Jetzt ist der Deutsche seit 9 Jahren im Norden des Irak sehr erfolgreich. Seine Angestellten hat er selbst ausgebildet, die inzwischen sehr souverän am Grill stehen. Zu seinen Gästen zählen nicht nur Einheimische, denn sein Ruf spricht für sich und ist Stammplatz für viele Deutsche in Erbil. Auch an diesem Abend haben sich Fans bei ihm getroffen, um zusammen mit ihm das Team von Jogi Löw anzufeuern. Zur Freude der Gäste gibt es selbstverständlich Bier und Fleisch aus Deutschland. So hat der Abend gehalten, was versprochen wurde, und es wird nicht der letzte gemeinsame Abend im deutschen Hof im Nordirak gewesen sein. Ja.